Bei dem Wetter draußen braucht ihr mit Sicherheit alle ein bisschen Aufmunterung. Hier die Top 10 Highlights des 9. Spieltags. Leider hatten wir ein, zwei Knöchelverletzungen in den letzten Wochen in der TTBL zu vermelden. Auch hier war Bene Duda kurz davor mit diesem miesen Anklebreaker. Zwei Tischtennis-Opas erzählen von früher. So oder ähnlich würde ich die Partie hier mal taufen. Aber die guten Zeiten sind zum Glück noch nicht vorbei, reicht bei den beiden noch für Platz 9 in den Highlights. Und wie schon in der letzten Woche, Steffen Mengel packt hier sein Geometriewissen aus, Winkel schnell berechnen und dann wird zugeschlagen. Und wehe, jemand unterstellt dem Mann hier Glück. Ja, back to back auf der 7, Steffen Mengel macht denselben Schlag nochmal. Einmal die Augen reiben, Düsseldorf zieht da auf einmal mit Kamalachanta noch einen Joker aus dem Ärmel für die zwei abwesenden Düsseldorfer. Der kann auch tatsächlich seine Partie gewinnen, aber das Highlight geht an Takuya Jin. Alexandre Cassar mit einem 3-0 im Einzel, Platz 5 in den Top 10 Highlights und trotzdem reicht es in der Tabelle nur für Platz 11. Irgendwas stimmt da doch nicht. Auf der 4 Matthias Falk, der einmal die volle Spannweite seiner Arme und die große Schrittweite seiner Beine zeigt. Punkt geht trotzdem an Grebnev. Im Duell der Ungeschlagenen. Darko Jorgic definitiv nicht mit seinem besten Spiel, aber die beste Rückhand hat er immer noch. Oh ja, da! Der mit einer Sicherheit, einer Souveränität da zurückspielt, sich zurück an den Tisch arbeiten will, am Ende natürlich im... Matchbälle abgewehrt, Partie gedreht, Spieltag gewonnen, Basti Steger, dafür stellvertretend, kriegt der Platz 2 in den Highlights. Und die 1 geht mal wieder an Kirill Gerasimenko, der hier ein Lehrvideo zum Thema Beinarbeit für euch präsentiert. Und jetzt bitte einmal in die Kommentare. Findet ihr die taktische Aufstellung von Neu-Ulm sinnvoll oder nicht so? Bleibt da sachlich und dann guckt euch mal noch die anderen beiden Videos hier an.